Willkommen zurück zu Arschspiel, meine Damen und Herren. Spieltag 5 gegen Downey. Ja, der letzte Spieltag, den ich gespielt habe, war Spieltag 4. Der letzte, den ihr gesehen habt, war Spieltag 4. Da haben wir gegen Payne, Spoiler, verloren. Aber er hat insane gespielt, deswegen bin ich da nicht mehr. Der letzte Spieltag, den ich gespielt habe, war Spieltag 3. Über den reden wir heute mal nicht. Ja, wir gehen rein. Suchen wir mal gegen Downey. Wir haben heute wieder unseren X- und S-Core dabei. Weil irgendwie sieht der hier relativ gut aus. Ich habe Sonne nicht so gefühlt gegen Downey, to be honest. Könnte daran liegen, dass der Incineroar hat. Und ich in Incineroar absolut kein Switchen habe, wenn da mal die Sonne draußen ist. Ich habe auch so schon kaum Switchen in Incineroar, deswegen, ja. Also, was haben wir heute so dabei? Der hat kein Kieran Black mit. Der hat kein Kieran Black dabei. What the fuck? Ich hätte gerne den Ingame-Sprite gesehen, aber ich bin überhaupt nicht mad, dass er nicht dabei ist. Okay. Wir haben Cinderace, wir haben kein G-Sing, das ist übrigens auch geil. Wir haben Colossal, den habe ich erwartet. Und wir haben sonst alles, was ich gesehen habe, aber kein Kieran Black. Das ist wild. Das ist wirklich wild. Also ich bin ehrlich, das ist richtig wild. Kieran Black nimmt eigentlich mein ganzes Team auseinander. Weswegen ich safe davon ausgegangen bin, dass der mitkommt. Deswegen war ja auch der Wakan drauf, damit zumindest ich Chip bekomme. Deswegen spielen wir auch Double Scarf, by the way. Dann hätte ich jetzt doch gerne ein anderes Item auf Latios. Wobei, muss nicht sein, ne? Muss nicht sein. Ja, also Volcanion ist insane, war aber leider gibt's Colossal. Deswegen glaube ich, dass er halt mit Colossal leaden wird. Direkt in die Terra geht oder in die Terra gehen will. Und deswegen wollen wir mit Venusaur leaden. Ja, wir spielen halt Venusaur ohne Sonne, der ist defensiv, weil der gegen Colossal und gegen Keldeo tatsächlich ganz gut ist. Und auch sonst macht er gar nicht so wenig Work. Ja, wir gehen rein. Ich wollte jetzt nur Zeit schinden. Ja, was soll ich sagen? Wir haben keinen Kieran Black. Lando ist trotzdem scary, aber Kieran Black wäre halt mit einem Dragon Dance basically fast durch mein Team durchgegangen. Aber ja. Dann halt nicht. Passt schon. Ist in Ordnung. Wir schauen mal. Ich erwarte Colossal. Im Lead. Das ist Cinderace. Das ist horrible. Scheiße, hätte ich doch mit einem... Hä? Ich hätte einfach mit Volcanion leaden können und es wäre besser gewesen. Na gut, jetzt scouten wir zumindest mal das Item auf den. Unser Switch-In für den ist ML-Macher, meine Damen und Herren. ML-Macher. Der ist kein guter Start, ich bin ehrlich. Er ist überhaupt ein horrible Start. Aber wir werden jetzt erstmal sehen, wie viel Schaden uns der drückt. Taschenrennen ist natürlich auch dabei. Und dann bekommt er wenigstens auch schon mal Rocky Helmet Chip. Right? Right. 4-1-3 minus. Schauen wir mal, wie viel der macht. Wenn der banned ist, wird er jetzt zimmern. Er U-turnt, das habe ich erwartet. Wie viel macht er uns? Ist, glaube ich, nicht banned. Kriegt schon mal Rocky Helmet Chip. 99 Damage mit U-Turnus. Ist. Einfach Full Attack. Kein Damage Boost. Und das ist gut. Das ist gut. Weil das heißt, wir können so in den so halb reinkommen. Ne? Der hat schon mal seine ersten Prozent gefressen. Ne? Der ist jetzt auf 84%. Hat Rocky Helmet Chip bekommen. Arancini kommt da. Das ist natürlich ein Stressfaktor. Wir können jetzt hier in Covenite gehen. Covenite ist aber leider komplett für Steph. Weswegen der uns übel Schaden macht, wenn der jetzt einfach F-blastet. Wir könnten auch versuchen, Venusaur zu gehen, aber leider ist Venusaur komplett tot von der Psychic. Deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich hoffen, dass F-Blast misst oder sowas. Oder wir gehen in den. Oh, das wäre auch eine Möglichkeit. Das wäre zwar eine risky Möglichkeit, aber es wäre eine Möglichkeit, to be honest, weil er uns eigentlich nur mit Crunch wirklich Damage macht. Crunch Life Orb killt nicht. Wenn wir nicht wissen, was der ist, ne, dann ist es schwierig. Ich bin ehrlich, der könnte auch Uturnussen. Das ist halt ein Problem. Ja. Wie wichtig ist Covenant, wenn Ding nicht dabei ist? Ja, geil ist nicht, wenn der weg ist, aber wir gehen jetzt Covenant und schauen mal, was passiert. Schauen mal, was passiert. Was der drückt. Wir sehen ja jetzt, ob der Life Orb ist oder nicht. Pressure kommt. Das heißt, er kann nur viermal F-Blast drücken. Er drückt Gravity. Ist leider horrible. Ist ein interessantes Moveset auf jeden Fall. Dann gehe ich aber nicht davon aus, dass der hier irgendwie... Er kann jetzt Free Earth powern. Dann würde ich fast Latios gehen.
Ja, der macht mit Life Orb leider trotzdem viel zu viel Damage. Boah. Gehen wir trotzdem Latios, weil die HP auf dem gar nicht so wichtig sind. Was ist, wenn der nicht Life Orb ist? Dann macht er uns zwar immer noch viel, aber zumindest nicht so viel. Er kann uns eigentlich nicht killen mit Earth Power. Das heißt, und Specs wird er nicht sein. Das heißt, wir haben jetzt Gravity gesehen. Earth Power wird eh kommen. Schauen wir mal, wie viel der uns macht. Das sind 305. Das ist Life Orb. 305 minus 71. Das hat uns eigentlich so 234 gemacht. Der wird Life Orb sein. Jo, das ist Life Orb. Full Spets Attack. Das heißt, der wird jetzt hier wahrscheinlich in Dengo gehen. Also, denke ich zumindest. Der weiß ja, dass ich Ice Beam haben kann. Ich glaube nicht, dass der jetzt hier drin bleiben will. Ich muss hier predikten, weil sonst bekomme ich übel aufs Maul in der nächsten Zeit. Deswegen ist Shadow Ball hier leider mein Play. Oh Gott im Himmel. Ich schwöre, ich habe immer so Angst, wenn ich so ein Predict ziehen muss. Aber, ja. Das Mew, das passt auch, to be honest. Das ist auch in Ordnung. Hauptsache ein Shadow Ball ins Maul. Ha! Das ist ja gar nichts! Ist der Full Spätstef AV? Wieso macht es so wenig? Okay, warte mal. Ha! Das ist ja lustig. Okay, Shadow Ball, Full Spätstef, oder wie? Full Spätstef und dann AV, oder was? Ja. Muss der sein, sonst kommen wir niemals auf den Damage. Der ist Full Spätstef AV. Der kann jetzt U-turnen, leider. Bin am überlegen, ob wir vielleicht sogar Volcanion... Ne, Volcanion ist es ja auch überhaupt nicht. Das heißt, das Problem, das wir jetzt haben, ist, wenn der U-turnt, haben wir eigentlich keine Schnitte mehr. Wie lange ist Gravity noch? Gravity ist leider stressig. Gravity 2 Runden, das heißt U-turn... Ja, der claimt ein. Bin am überlegen, ob wir den gehen. Dann kann aber Colossal gehen und das ist auch nicht so geil. Aber ich habe das Gefühl, dass das fast unser Play ist, wenn ich ehrlich bin. Ich muss, glaube ich, in den gehen, weil wenn der jetzt U-turnt, was er machen kann, habe ich ein Problem. Dann habe ich ein ganz fettes Problem, bin ich ehrlich. So, Volcanion. Ja, genau. Genau deshalb nämlich. Das ist das Problem. Aber wenn der jetzt theoretisch Lando geht, naja, weiß er nicht, ob ich Scarf bin oder nicht. Ich bin ja Scarf. Würde ich Hydro steamen. Und zwar ganz, ganz gepflegt in die Masse. Aber es kommt Monte Carlo, habe ich mir gedacht. Gut. Er hat uns 19 gemacht. Er bekommt jetzt leider doch die Terra for free, was ich eigentlich verhindern wollte. Aber wir machen da jetzt nichts dagegen. Volcanion gegen... Wobei, Mew wollte ich. 19 Damage mit Uturnus. Ist der Minus Attack Nature oder nicht? Muss er nicht. Wäre eine High Roll gewesen, aber probably ist es nicht. Ja, der kann jetzt halt hier Terra watern und wir haben keinen Move für den. Ne? Wir haben zwar Earth Power, Steam Eruption, F-Blast, macht alles Schaden, aber es macht halt alles keinen Schaden, wenn wir erstmal er kann jetzt Hazard setten und ich gehe hier einfach Venusaur. Ja, es hört sich verrückt an, ich weiß, aber wir gehen hier Venusaur. Weil Venusaur mit Terra Water dann tatsächlich was macht. Er wird wahrscheinlich Rocks setten oder Hazards generell legen. Denke ich mir zumindest. Ist ein fuck stressiges Game. Gravity ist gute Prep. Mit Lando so, ja. Terra Grass. Hab jetzt nicht erwartet. Ist ja sogar noch... Das ist ja fantastisch. Der rockt auch nur. Ist ja genial. Terra Grass ist der. Okay. Ha. Okay. Nehme ich. Dann macht die Sludge Bomb über 50. Ist ja geil. Dann werde ich hier Sludge bomben und wenn Goldengo kommt, werde ich Earth powern. Das ist ganz einfach. Eine ganz einfache Geschichte. Sludge Bomb ist hier mein Play. Und wenn jetzt Lando kommt, Lando hat Earth Power und Ding, ja. Ich werde diese Hazards erstmal nicht wegbekommen, wegen diesem Goldengo. Boah. Das habe ich auch schon von Anfang an gesehen, dass das sein Gameplan sein muss, Hazards irgendwann zu setten. Aber dass er halt mit Cinderace leadet, ist halt Katastrophe gewesen, ne? Das war halt echt nicht geil. Oh! Anti-Poison Berry, das ist wild. Okay. Und er ist nichts bedeff. Okay. Kebia Berry hat kein Item mehr. Flamethrower. Schauen wir mal, wie viel Damage er macht. Das ist leider viel.
Das waren genau 210. Der ist offensiv, right? Er ist sogar modest offensiv. Jupp. Ja. Dann können wir zumindest noch in Keldeo mehr oder weniger reinkommen. Wir haben ja Synthese dabei. Das heißt, wir müssten jetzt in Volcanion gehen. Bin am Überlegen, ob ich nicht einfach Synthesen will, weil er das predikten könnte. Er könnte es. Und ich glaube nicht, dass er Volcanion jetzt hier einfach reinkommen lassen will, ne? Wir verlieren nichts. Wir verlieren nicht so viel dabei. Wir können ja einfach mal Synthesen und schauen, was passiert. Vielleicht overpredicted er jetzt. Wäre eine Möglichkeit. Ich will den hier noch nicht verlieren, der ist gut. Naja, Flamethrower einfach weiter, okay. Das war aber eine Low-Roll, würde ich sagen. Wir sind auf über 50, das ist in Ordnung. Ja. Wir können in den Macher gehen, weil wir haben Rest Talk. Und dann einmal Knock-Offen, was gar nichts bringt. Den, ja, das ist stressig. 190, er killt uns immer. Das Ding ist, Sludge Bomb macht jetzt halt nur 50 bis 59, right? Das heißt, das ist ein Stressfaktor. Ich habe Angst, dass er es wieder predicted. Also, dass er uns jetzt predicted, quasi, dass wir rausgehen. Er hat ja noch einen Volcanion Switch hin. Das heißt, wir könnten theoretisch Flamethrowern, aber was bringt es uns? Wie viel bekommt unser Mack von dem? Nicht so viel. Dann könnten wir zumindest mal irgendwas machen, aber es ist es irgendwie auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich würde fast nochmal Synthesen, falls er uns overpredicted. Falls er overpredicted. Nein, tut er nicht. Okay. Er will quasi diesen Damage wohl auf dem haben. Okay, jetzt spiele ich auch nur noch gegen Burn, to be honest. Wir haben P-Jab dabei, das ist richtig. Ja. Flamethrower, Terra Ground wäre eine Möglichkeit. Oder ich bekomme den hoch mit Rest. Ist nicht so geil alles, ich bin ehrlich, es ist überhaupt nicht geil. Ja, machen wir es, komm. Es hilft nichts. Es hilft einfach leider nichts. Es ist so schlecht. Es ist so schlecht. Es sieht nicht gut aus. Also Terra Grass habe ich nicht erwartet. Ist zwar eigentlich besser für uns tatsächlich, aber ich habe nicht erwartet, dass der Lando mitbringt. Ja, okay. Flamethrower einfach weiter. Das passt. Das macht halt gar nichts. Wir Terran jetzt, damit wir nicht dauerhaft auf Small bekommen. Werden in Mew rein Flamethrowern. Das hilft uns auch nichts. Das ist richtig. Aber das werden wir jetzt machen, damit Mew angechippt wird. Das ist nämlich wichtig. Wir Terran jetzt, um dann quasi von Rocks nicht mehr so hart aufs Maul zu bekommen. Dieses Mew wird genau gar keinen Schaden bekommen. Wobei, er bekommt auf jeden Fall nicht nix. Frage mich dann aber, was Monte Carlo quasi... Also, ja, Hazard-Maschine eben, ne? Bin ich bescheuert? Nee, oder? Ich bin nicht bescheuert, oder? Ich bin bescheuert. Er hat Flashfire. Ja, ich bin ein bisschen dumm. Ich dachte, der spielt eher Flame Buddy. Ich bin komplett bescheuert. Digga, wieso habe ich nicht nachgeguckt? Ich habe einfach voll vergessen, dass der das hat. Das habe ich noch nie gesehen, dass der das hat. Ich bin so schlecht. Oh Mann, wieso inte ich denn hier schon wieder so komplett? Alter, Steam Engine war doch immer so gut. Mit Terra Water. Deswegen habe ich mich nur darauf gepreppt. Ich prepp mich einfach nur... Okay. Es ist einfach schlecht. Es ist einfach schlecht, was ich hier fabriziere. Es tut mir leid, es ist schlecht. Es ist nicht unterhaltsam. Was ich hier mache, das ist dumm. Das ist einfach nur dumm. Also es ist wirklich nur dumm. Es ist schlecht, straight up. Das ist das Problem gerade. Es ist einfach nur schlecht. Ja, immerhin. Gut. Und jetzt Rest. Wir sollten schneller sein. Und wenn nicht, dann hasse ich mein Leben.
Es ist wirklich schlecht. Also, es tut mir gerade auch leid, dass ich so was Schlechtes zusammenspiele, aber. Es tut mir leid. To be honest. Es ist wirklich einfach nur, I'm sorry. Das wird Keldeo sein, ne? Das passt sogar. Er hat wegen Knockoff. Aber ich kann jetzt Rest talken. Es ist in Ordnung. Klar, es ist risky, falls Justified kommt, aber. Ja, falls PJab kommt, ist geil. Jetzt sleeptalken wir mal und scouten, was der ist. Ich kann Venusaur jetzt nämlich leider nicht so gut reinschicken. Ich sollte mal Progress machen, das wäre cool. Immerhin ist der Flashfire-Boost jetzt weg. Jetzt weiß ich auch, warum Terra Grass. Das ergibt ja sogar actually Sinn. Mit der Kebia Berry. Ja, das war wohl sein Venusaur-Check generell, ha? Huh? Wir haben uns irgendwie gegenseitig versucht, Checks zu bauen. Und ich bin halt einfach nur bad, dass ich das nicht gesehen habe. Secret Stop macht wie viel? Viel zu viel der Specs. 4, 1, 3 minus 190 waren 223. Das heißt, der wird 100%ig Specs sein. Ich schwör, dieses Game. Es hasst mich so hart. Es hasst mich so hart. Weißt du, wenn ich Christian wäre, hätte ich jedes Mal den richtigen Move bekommen. Der Specs Modest, right? Ja. Stressfaktor. Wie viel bekommt Corviknight davon? Ja, gut, ne? Ist halt trotzdem fast ein Do-It. Wie sieht's mit Valiant aus? Kann ich wenigstens Valiant reinhauen, ohne dass der droppt? So. Problem ist, dass wir jetzt halt auch bald einfach nichts mehr haben an Ressourcen, ne? So, ich habe 4 Monster, die komplett Half-Life sind und ich bin einfach nur. Ja, am Arsch. Ich mach's jetzt einfach, Digga. Ich mach's jetzt einfach. Es ist komplett. Es ist so eine RIP-Aktion, was ich hier starte, aber. Ja, wir bekommen normalerweise unter 50. Boah, circa. So, folgendermaßen. Es kann halt immer Dengo kommen, ne? Und wir sollten hier knockoffen. Wenn er uns halt jetzt readet, weil wir wissen, dass wir schneller sind. Er weiß auch, dass wir schneller sind. Moonblast killt ihn. Knockoff halt überhaupt nicht. Aber Specs zu knocken ist gar nicht so schlecht, oder? Klar, es ist horrible. Aber so für Dengo und so hier Knockoff drücken ist eigentlich Pflicht, wenn ich ehrlich bin. Ich muss es machen. Ich bin so behind, ich muss hier predicten. Bin ehrlich, ich muss hier predicten. Der bleibt drin. Okay, 50 verloren. Nein! Nein, Valiant ist tot. Right. Jo, nein. Oh, God bless, Junge, God bless. Okay, gut, 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 gut. Wahrscheinlich Kolber. Wahrscheinlich Kolber. Nein, keine Kolber. Oh, insane, Digga. Wir können nochmal knockoffen. Ockerberry ist weg. Geilomat. Einfach nochmal in die Masse knockoffen. Bin ehrlich mit euch. Das ist so gut, das ist so huge. Der sackt jetzt einen. Nee, er sackt keinen, weil er auch Monte Carlo gehen kann. Aber er sackt keinen. Aber es ist gut. Es ist gut. Ich bin ehrlich, es ist gut. Das Colossal kann actually modest sein. Gegen Venusaur hat er wie viel gemacht, haben wir gesagt? Ne, 210. Das heißt, er kann auch noch ein bisschen invested sein, so. Der kann halt auch einfach Full HP sein. Ja, ja, doch, doch, das passt schon. Der ist Full HP, Full Spets Attack. Wir bleiben hier auf Knockoff, ganz gemütlich, ganz gechillt. Und dann schauen wir mal, ob wir dieses Colossal nicht auch mit dem nächsten Zets rausnehmen können. Wir können dann ab sofort auch fast free Zetsen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und dass Goldengo so low ist, ist sehr geil, weil der ist jetzt auch sogar tot. Das heißt, wir können jetzt die Rocks wieder wegbekommen. Das ist insane. Oh Gott bless, wir verlieren nicht 6-0. Okay, gut. Gut soweit. Da kommt leider Cinderace. Ja, gibt's jetzt irgendeinen Grund für den nicht zu Pyroballen? Nein. Heißt, wir sacken ein. Wer ist hier useless? Corviknight könnte noch defoggen. Latios ist actually schneller als der.
Latios ist das schnellste Mon. Bin am überlegen, ob Volcanion nicht sogar fucking useless ist jetzt mittlerweile. Aber Volcanion killt den. Na, Latios killt den auch mit einem Draco. Die Frage ist, lebt Volcanion einem Pyroball? Nein, tut er nicht. Danach könnten wir in Latios gehen und einfach Draco. Das Problem ist, dann sind wir basically tot. Ja, okay. Nee, wir müssen das anders spielen. Corviknight lebt keine zwei, right? Nope. Sacken wir Milo Abmacher, weil der nichts mehr macht. Probably. Auf dem HP-Stand macht er gar nichts mehr, bin ehrlich. Dann können wir danach Volcanion gehen und Earth powern. Wenn der U-Turn noch besser übrigens. Ne, passt, der Pyrobolt. Boom. Ja, der hat nicht gemattert. Bin ich euch ehrlich, der hat nicht gemattert. Okay, wir müssen jetzt Volcanion gehen und Earth powern, ne? Bin am überlegen. Ja, müssen wir. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, ob wir mit, womit wir am meisten Schaden machen gegen dieses Colossal. Mit Steam Eruption auf jeden Fall nicht. Der hat Flashfire. Bitte Kalk, lüg mich nicht an. Flashfire. Zack. Wir wollen hier probably Steam Eruption drücken. Steam Eruption ist eigentlich gegen alles hier gut. Ja, gegen alles ist es besser. In Colossal selbst habe ich leider keine Switch hin, aber dann können wir Corviknight gehen und zumindest einmal defogen, right? Ja, können wir. Woo! Da müssen wir wahrscheinlich noch Venusaur sacken, right? Das ist ja stressig, Junge. Und wenn wir direkt doublen? Was ist, wenn wir direkt doublen? Naja, bitte. Ja, komm, wir gehen hier für Steam Eruption. Ich weiß, dass Colossal da einfach reinkommen kann, aber ja. Boom. Ja, Schaden! Oh, Burn, Jungs! Burn! Geilo! Bin aber überlegen, drinbleiben und einfach draufhalten, ne? Aber wir brauchen den hier noch. Wir brauchen beide Scarfer noch. Bin überlegen, wirklich Corviknight zu schmeißen. Corviknight macht nämlich in dem Fight... Wisst ihr, was Corviknight in dem Fight macht? Genau gar nichts. Wie viel lebt Corviknight? Also Corviknight lebt ja ein, ne? Ja, lebt ein. Passt. Mach mal so. Und dann defogen wir eine Runde. Der Chip Damage ist actually jetzt wichtig gewesen. To be honest. Ich hoffe einfach nur, dass er keinen Rest hat. Ne, Flamethrower passt. Warum? Leben wir? Okay, kein Burn, das ist gut. Okay, nice. Der Chip Damage ist insane wichtig. Wir werden hier, glaube ich, defoggen. Oder einfach Body pressen. Wie schlimm sind die Rocks? Latios kommt halt kaum noch rein. Wir werden hier defoggen. Ja, defog ist es. Weg mit den Steinchen. Dafür sacken wir den jetzt auch. Das ist in Ordnung. Ich bin ehrlich, das ist nicht gut, aber in Ordnung. Die Steinchen sind weg. So, er bekommt nochmal Chip. Um. Lebt Venusaur auf der Range, auf die er ist. Auf der er ist eigentlich noch ein Secret Sword Hit von Keldeo. Ja, tut er. Das ist insane. Das behalten wir uns. Wir könnten jetzt wieder ins Schneidbrett gehen und Moonblasten, weil das sollte den rausnehmen, right? Da ist er kaum noch wirklich hier so krass. Moonblast 32-38% aus. Müsste ihn rausnehmen, ja. Oder wir gehen den und drücken Sludge Bomb, weil er da jetzt nicht so den geilsten Switch hin hat. Aber dann kann halt wieder Cinderace kommen, ne? Wenn der droppt. Ja gut, ne? Wir haben immer noch Water Absorber. Kann sie nicht auf den Water Move locken.
Ich glaube, ich will mit dem hier claimen, right? Doch, mit dem hier, mit dem hier. Sonst könnte er Cinderace jetzt gehen, das wollen wir nicht. Wir wollen ja einfach schön Sludge-Bomben in die Masse. Ja, weil wenn ich jetzt Synthese, bekommt er wieder Rocks raus. Das wollen wir nicht, deswegen sackt er den jetzt auch und Colossus down. Okay, passt. Das Mew ist noch ein Problem. Dafür brauchen wir noch Valiant. Sonst kommen wir nicht durch das Mew durch. Black Sludge, Leute. Wichtig. Okay. Und da kommt wieder Cinderace, ja. Ja, und ich habe keinen Switch hin, das weiß er. Und ich denke, es ist an der Zeit, weil... Ja, Venusaur ist langsamer als alle. Das heißt, wir werden hier Earth powern, falls er misst. Na, wir gehen hier für Miss, wir Earth powern, falls er misst. Er misst nicht, okay. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen wieder Volcanion. Und doublen jetzt. Wir doublen jetzt in dieses Mew rein. Der ist sogar schneller. Ist der Scarf? Der ist Scarf! Der muss Scarf sein, right? Der muss Scarf sein. Oh, guck an. Der muss Scarf sein, sonst ist er nicht schneller als wir. Wieso geht er dann überhaupt raus? Das ist ja insane. Wir Moonblasten hier. Nein! Nein, ich hätte Knockoffen. Nein, hätte ich nicht. Zetzen. Zetzen wäre besser gewesen. Oh no! Weil wenn jetzt Libalo kommt, zack ich wieder ein. Oh, das ist schlecht. Oh, wenn jetzt Libalo kommt, zack ich wieder ein. Nee, das ist keine Ahnung mehr. Oh, das ist gut. Boom. Noch keine 50? No. Wieso nicht? Oder ist eine Roll? Ist das eine Roll? Oh. Ist eine Roll, Leute. Ist eine Roll. Ich glaube, wir gehen für die Roll. Gehen wir für Rollos? Ich glaube, wir gehen für Rollos. Wir müssen für Rollos hier gehen. Rollos! Nein, keine Rollos! Oh. Ja, dann haben wir verloren. Das ist unglücklich. Das ist wirklich unglücklich. Oh, diese Rollos. Weil das waren jetzt 50. Oh, mich würde die Rollos echt interessieren. Schade, dann können wir nicht mehr gewinnen. Dann wallt uns jetzt Mew komplett weg. Dann werden wir hier wahrscheinlich... Ja, warte mal, wenn Libalo Scarf ist, haben wir sowieso verloren. Dann weiß ich gar nicht, warum der überhaupt so gespielt hat. Hm. Dann werden wir wohl Volk gehen. Und dann werden wir... Boah. Nee, das war's nicht. Also es wäre immer was anderes gewesen, aber naja, kannst du jetzt auch nichts machen. Wir drücken hier Steam Eruption immer. Der behält sich echt noch diese Diff auf? Krass. Macht halt keine 50. Nee, niemals. Jetzt können wir halt auch nicht mehr machen, als drin bleiben und einfach drücken, ne? Oh, wir missen sogar, cool. Schade, dass er Pyro Ball nicht gemisst hat, ne? Mattert jetzt auch nicht mehr, aber ist halt schade. Ja. Woran hat's gelegen? Die Rolle hätte das Ganze zumindest noch ein bisschen spannender gemacht. Aber ich glaube, schlussendlich hätte Cinderace eh cleared. Warum hat er nicht früher mit dem was gemacht? Weil... Check's nicht. Keine Ahnung. Den würde er mir nicht geben. Das heißt, wir werden hier einfach Shadow Ballen, I guess, ne? Imagine Calm and Recover haben jetzt. Das wäre cool. Den würde er mir safe nicht geben, oder? Ich muss mich auf Shadow Ball locken. Das andere ist, geht eh nicht. Boah. Boah.
Gibt eh nichts anderes. Der will sich die Defekt aufbewahren. Ja, keine Ahnung, Digga. Ich hab Land und ich dachte echt, da kommt Kieran Black. Und dann nimmt er mich mit so einem Dingset hops. Mit so einem Gravity Set. Klar, das mit Volcano war ultra schlecht, in den Flashfire rein zu Flamethrowern. Gar keine Frage, aber. War einfach ein schlechtes Game. Tut mir leid. War ein schlechtes Game. Also von mir. Man. Hat er gut gemacht. Das ist kein Kieran Black, hat mich hops genommen, bin ehrlich. Aber irgendwie kommt mir vor, dass ich sowieso nur Falsches predikte. Naja, dann stehen wir jetzt 1-4. Macht man nix, ne? Vielleicht können wir ja nächste Woche wieder einen Sieg holen. Sind wir mal gespannt. Bis zum nächsten Mal und ja. Auf Wiedersehen.